Unser Talk Nummer 3 heute Abend behandelt ein Thema, das uns auch bei G Suite Einführungen immer wieder mal begegnet, wie man eben mit großen Datenmengen auch umgehen kann, wie man die handhaben kann. Und schön ist an diesem Talk eben auch, dass es zeigt, wie die G Suite eben auch einen Einstieg darstellen kann in die breitere Welt der Google Cloud Plattform und der Dienste und Möglichkeiten, die sich da auch noch anschließen und die sich eben auch sehr, sehr schön integriert dann auch nutzen lassen und in Kombination nutzen lassen. Und dafür haben wir heute aus dem Frankfurter Office von Google hier, also er hat, glaube ich, den kürzesten Weg hierher heute gehabt, den Sven da. Sven, ja, wir freuen Dankeschön. Uns. Dankeschön. Hallo zusammen und danke, dass ihr noch so lange geblieben seid oder ihr noch so lange geblieben seid. Ja, ich habe mich sehr gefreut heute auf den Tag, mal was über G Suite zu sagen und über meine zweite Leidenschaft, die Cloud. G Suite ist eine neue Leidenschaft von mir geworden. Also ich bin wirklich sehr begeistert. Ich bin jetzt seit 7 Monaten bei Google und davor, also ich mache IT, seitdem ich 16 bin, 26 Jahre. Und habe alles, was es im Office-Bereich gibt, schon benutzt. Und zwar aus 2 Seiten. Einmal als User und einmal als IT-Admin. Also ich habe mit 16 meinen ersten Job in der IT gehabt. Ganz klassisch User-Support gemacht, Installationen. Die ganze Bandbreite über mehrere Jahre oder viele, viele lange Jahre. Und wenn ich jetzt überlege, das ist das erste Mal. Also ich habe Gmail schon sehr lange, aber nie mit G Suite in Kontakt gewesen. Sehr viel schon in verteilten Teams gearbeitet mit Office. Und jetzt kam ich zu Google und hatte plötzlich G Suite. Und die Lernkurve ist rapide. Es ist wirklich steil und es geht ganz schnell. Und es hat meine Arbeiten mit meinen Teamkollegen absolut revolutioniert. Wir hatten es eben schon mal in mehreren Gesprächen gehabt. Es ist leider... Wir haben ja ein schönes Video gezeigt, da sieht man das so ein bisschen, wie man zusammenarbeitet. Das ist tatsächlich so, sieht es aus, wenn wir bei Google miteinander arbeiten. Ja? Meine Teamkollegen sind alle verteilt. Ja? Ob es der Jeremy ist, der in Dublin ist. Wir haben in Deutschland verteilte Teams. Wir arbeiten mit den USA zusammen, mit den Engineers und arbeiten zusammen an gemeinsamen Dokumenten. Ja? Ob das jetzt irgendwelche Spezifikationen oder Präsentationen sind. Wir arbeiten an Compliance-gerechten Verträgen mit unseren Kunden und alles das verteilt und gleichzeitig. In dem Video kommt das leider immer so rüber, ja, tolles Marketingvideo. Ja. Und ich habe gesagt, die beste Möglichkeit wäre eigentlich, wenn wir jetzt zusammen alle mal G Suite aufmachen und zusammen mal so einen Workflow machen. Das müsste man mal so als weiteren nächsten Schritt machen, um einfach zu sehen, das ist kein Marketing, das ist keine Werbung, das funktioniert so. Also das zu dem Teil, ich bin begeistert von G Suite und ich stehe da auch völlig dahinter, auch mit dem Hintergrund, dass ich jahrelang, sehr, sehr lang Office genommen habe und alles kenne, von den neuen Office 365 bis zu Word for Windows, hieß es ja noch früher, ja, alles gesehen. Und die zweite Leidenschaft, warum ich das so gut finde, ist die Administration. Ja, also ich versetze mich immer, ich bin ITler mit Leidenschaft und versetze mich immer in die ITler und in die Zeit, ja, ich muss einen User supporten, ich muss ein neues Produkt installieren. Ja. Was waren das für Arbeiten, wenn man ein Office-Upgrade gemacht hat? Ja. Wenn man sich überlegt, das ist ja nicht nur einfach so, dass ich das neue Office installieren muss. Meistens ist es eine Abhängigkeit, dann ist das Betriebssystem nicht richtig gepatcht. Dann muss ich die Betriebssysteme nachziehen. Ja. Alles, was so mit File-Management, ja, dann ist plötzlich eine Datei, man arbeitet zusammen, ist plötzlich gelockt. Ja, es hat jemand geshared und irgendwie wurde es nicht richtig geschlossen, dann kann der die Datei nicht öffnen. Das sind so, lauter so Dinge, die komplett entfallen. Damit hat man nichts mehr zu tun als Admin. Ja. Ich brauche einen Browser. Das ist alles. Ja. Und es funktioniert komplett und es läuft komplett in der Cloud. Ich habe da mal überlegt, wie war das denn eigentlich so? Weil, also, ein Teil wollte ich jetzt euch heute zeigen, ein Teil der G Suite, aber auch meine Leidenschaft, die Cloud und die Cloud-Services mal zeigen, was da alles möglich ist und das mal ein bisschen verbinden. Und habe so überlegt, wie war das eigentlich früher? Wie hat man früher Daten analysiert? Und wieder meine IT-Perspektive, wer mal früher gearbeitet hat, so in den Anfängen mit Excel, vielleicht kennt man noch diese Fehlermeldung hier. Ja? Max Rose... Out of Rows,
Ja, hier 121.000 oder nee, hier 121.000 Euro, 65.000 gehen eigentlich nur. Das war so eine Limitierung ganz am Anfang, ja, dass man einfach irgendeinen User hat gesagt, hier, ich kann nicht arbeiten, ja, wollte irgendwelche Daten importieren, die er von einem anderen Programm bekommen hat, wahrscheinlich als CSV-Datei, und dann kam diese Fehlermeldung. Was macht man jetzt? Ja, dann hat man gesucht, wie man die Datei splittet und dann in mehrere Dateien. Ja. Aber das ist so ein ganz typisches Problem schon vor Jahren gewesen, dass irgendwann einfach die Tabellenkalkulation einfach nicht mehr die Masse der Daten verarbeiten kann, obwohl man sie braucht. Ja. Und jetzt denkt man, okay, neue Zeiten, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir jetzt bei 1 Million Rows im Excel, könnte auch mehr sein. Ja. Und dann denkt man, ja, 1 Million ist gut, aber in der Zeit, in der immer mehr Daten anfallen und der Datenwachstum extensiv ist, ja, bitte? Bitte? Bitte etwas Bildungs- Excel, da setzt man die auf einen SQL-Server auf. Und richtig, also das Problem ist, was ich immer wieder feststelle bei Excel, ja, da tummeln sich solche viele Fachleute, sogenannte, und ja, die sind vollkommen aus ihrer siebten Wolke fallen. Wenn man ihnen im Jahr 2000 erklärt, dann gib doch einfach mal das Spreadsheet frei. Dann kann man das im Team nutzen. Ich rede jetzt von vor 20 Jahren. Ja. Und das Problem, das hat man heute noch. Ja. Das Ganze wird auf sehr rudimentärer Ebene oft benutzt. Ja. Und wirklich fehlt vollkommen der Respekt vor der eigenen Bildungs- und Erfahrenheit in dem Bereich. Ja. Schrecklich. Und das könnte man in der Cloud noch potenzieren. Ja, das ist richtig. Ja. Okay. Übrigens, ich richtiger Punkt. Ich rede jetzt nur von Excel. Ja, Excel oder was war der Workaround? Man hat dann versucht, dann Microsoft Access irgendwie als Tabellenkalkulation zu benutzen. Ja, da gab es dann auch wieder Zugriffsfehler und so weiter. Man hat immer Workarounds geschaffen. Aber natürlich ist es eine Arbeit, aber trotzdem muss man nochmal verstehen, den Enduser, er möchte ja gerne irgendwelche Daten analysieren. Ja? Er braucht dies und er möchte sich auch in einem ungewöhnten Umfeld bewegen. Ja? Wenn man sagt, okay, das kann dir alles lösen, riesengroße Datenbank, mach mal einen Microsoft SQL Server, der muss sich damit dann auch befassen. Ja? Der muss es dann verstehen. Ja? Natürlich ist es viel schöner, wenn er in seiner vertrauten Umgebung bleiben kann, aber trotzdem analysieren. Und darauf kommen wir gleich zurück. Kurze Vorstellung nochmal von mir, Sven Mundschenk. Ich bin Customer Engineer. Das ist der technische Pre-Sales, also technischer Vertrieb bei der Google Cloud mit dem Fokus auf die Google Cloud Plattform. Ich habe noch so eine Spezialisierung, Infrastructure Modernization, kommt daher, dass ich schon immer in der Infrastruktur gearbeitet habe. Ja, von meiner Ausbildung als Fachinformatiker über später Systemarchitekt bei einem der größten Logistikunternehmen, ganze RZs aufgebaut und mittlerweile in der Cloud und beschäftige mich da auch mit Infrastruktur und da die Modernisierung und die Power der Cloud auch in die klassische Welt zu bringen. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen erklären, was ist die Cloud oder die Google Cloud Plattform? Ja, also Google Cloud, da kommen mehrere Produkte zusammen. Das ist zum einen Teil die G Suite, mit der haben wir auch viel zu tun und da sind wir auch im Vertrieb. Also meine Position ist genauso, dass ich auch über die G Suite rede, aber eher mehr fokussiert auf den anderen Teil. Das ist die Google Cloud Plattform. Und gibt so einen Wikipedia-Eintrag. Was ist eigentlich die Google Cloud Plattform? Das habe ich hier mal ein bisschen gehighlightet, die Erklärung. Aber einfach für euch zum Verstehen, was ist das? Ja, die ganze Infrastruktur, die diese geilen Services wie Gmail, wie Search, wie YouTube treibt, die kann man als Kunde mieten, die Technologie. Also die Hardware, die Infrastruktur, aber auch Services. Ja? Zum Beispiel eine Datenbank, die Datenbanktechnologie, die Google Search Engine betreibt, die kann ich auch für meine eigenen Daten benutzen. Ja, das ist komplett getrennt, aber der Service, also er ist komplett getrennt. Wir speichern das nicht an der gleichen Stelle, wo auch die Suchergebnisse sind, also ihre Daten. Das ist komplett getrennt für die Kunden. Das ist auch ein ganz anderes Businessmodell, das da hinten dran steht. Aber sie können all diese jahrelange entwickelte Technologie, die extrem skalierbar ist, extrem sicher ist, kann man als Enduser oder als Kunde oder als Unternehmen benutzen, auf diese Technologie basierend. Ja, wenn Sie sich überlegen, jetzt mal ein kleines Beispiel für Infrastruktur, 30% des Internet-Traffics gehen durch unsere Netzwerke, durch Google-Netzwerke. Wir haben ein eigenes Backbone, das komplett die Welt umspannt und unsere Datacenter in den ganzen Regionen verbindet. Diese 30% Traffic, die da durchgehen,
ist hauptsächlich natürlich YouTube. Ja, das ist natürlich die größte Bandbreite, die wir brauchen. Aber Sie können sich vorstellen, was für ein skalierendes Netzwerk wir im Hintergrund haben, dass ich, wenn ich jetzt als Unternehmen komme und meine Services dort aufbaue, davon profitiere ich genauso. Das ist eine ganz andere Art, Netzwerke zu nutzen, als wenn ich das selbst aufbauen müsste in meinem Data Center. Ja. Da muss ich planen, muss ich überlegen, habe ich denn genug Bandbreite? Dann komme ich meistens in Bandbreitenprobleme. Hier gibt es die nicht. Ja, das Netzwerk ist per se stabil, übrigens auch immer verschlüsselt, egal welche Daten fliegen zwischen den Servern oder gespeichert werden, das ist komplett immer 100% verschlüsselt dran. Und wenn wir mal ein bisschen weitergehen, diese Cloud-Services, die wir anbieten in der Google Cloud, das sind sie alle. Kurz auswendig lernen, die Preise gibt es, wer die meisten sich merken kann. Also das sind tatsächlich ein Haufen Services, die man nutzen kann, um seine eigene App, seine Infrastruktur zu betreiben, sein Datacenter auszulagern zu uns, aber auch neue Services zu entwickeln. Ja. Das ist natürlich ein super Start, wenn ich jetzt nichts habe, ich habe kein eigenes Rechenzentrum, ich habe aber eine super Idee für eine Application, ich weiß nicht, wie die zum Beispiel skaliert. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt Dropbox erfunden. Ja. Hätte man das klassischerweise gemacht? Ja, okay, ja, geil, Speicherdienste überall erreichbar, wie viele User könnten da hinkommen? Naja, fangen wir mal klein an, weil wir haben nicht so viel Geld, wir kaufen mal irgendwie 5 Terabyte an Festplatten, machen die mal verfügbar. So, jetzt gibt es mehr User, die speichern immer mehr. Oh, wir müssen wieder nachkaufen, ja, wir müssen investieren. Ja. Erstmal ist es langsam in der Investition, aber es ist auch natürlich sehr, es ist unflexibel und sehr teuer. Weil ich natürlich auch nicht weiß, wie viel muss ich denn vorher investieren, wie viel Festplatten muss ich kaufen. Im Speicher in der Cloud, ich habe einen Cloud-Topf und wenn da mehr reingespeichert wird, dann muss ich halt auch mehr bezahlen. Ja. Der Service ist immer pro Stunde oder pro Gigabyte. Das kommt immer auf den Service an. Ja. Manchmal sind es auch API-Requests, wenn man zum Beispiel ein API-Gateway benutzt. Aber ich bezahle grundsätzlich nur das, was ich auch benutze. Vielleicht noch mal so ein bisschen einkategorisieren, bevor wir mit der Theorie gleich fertig sind, möchte ich noch einfach noch, dass Sie ein bisschen Verständnis haben, was kann man eigentlich mit der Cloud alles machen. Ja? Grundsätzlich kann man das aufteilen in so drei Bereiche, Infrastructure, Plattform oder Software as a Service. Ja? Und je nachdem, was ich halt brauche, ja, kann ich das konsumieren aus der Google Cloud Plattform. Ja? Ich brauche einen Account, übrigens, wer das gerne mal ausprobieren will, einfach registrieren auf cloud.google.com, ja, kommt man auf unsere Konsole. Das erste Jahr hat man ein Budget von $300 und kann es ausprobieren. Was kann ich machen? Also Infrastructure as a Service, das sind so wir geben Ihnen die Infrastruktur, also Hardware in dem Sinn, ja, da kann ich virtuelle Server starten, voll gemanagt, die Hardware, das gesamte Data Center, die Sicherheit hinten dran, Speichertöpfe, alles was dazugehört. Und ich installiere da meine eigenen Server dann drauf, meine eigene Software und baue mir meine komplette Infrastruktur auf. Plattform as a Service geht ein bisschen weiter, wir gehen ein bisschen höher als die Hardware, wir haben schon vorinstallierte Programme, Infrastrukturen, ein Beispiel wäre jetzt App Engine zum Beispiel, das ist eine komplette Plattform, die Ihnen hilft, sehr schnell Applikationen zu entwickeln. Da ist alles schon drin, vom Bugtracker, vom Source Repository, von Load Balancern, die man so braucht für so eine App. All das, was man normalerweise von Hand aufbauen kann, ist dort alles schon da, sehr schnell konsumierbar. Ja, und dann gibt es noch Software as a Service, darüber haben wir heute schon viel geredet. Gmail, Drive, das ist Software as a Service. Und man sieht so, je nachdem, wer managt denn was, sieht man hier an diesen Balken, je nachdem, in welcher Bereich wir hin, managt der Kunde oder wir managen das für ihn. Ja, und das Coolste in der Cloud, also wie gesagt, es gibt verschiedene Arten, ich kann das alles selber bauen oder ich kann auch solche sogenannte Serverless-Produkte nehmen. Ja, und das sind eigentlich man kann das selber gar nicht so schnell entwickeln, wie das hier zur Verfügung steht. Und es kommt auch aus der Google-Technologie. Ja? Das sind also Teile, die wir auch selber benutzen für unsere Services und die man kann aber einfach fertig benutzen. Sei es BigQuery als großes Data Warehouse. Cloud Functions ist ein Function as a Service. Also ich habe irgendein Programm, das ich gerne ausführen muss. Ich muss jetzt keinen Server installieren, ich muss keinen Container dafür installieren, ich muss mich nicht um IT-Adressen, Netzwerke, ich gebe die Function an und sage starten und dann ist sie erreichbar. Alles drumherum wird voll gemanagt.
einer dieser Produkte, über die will ich gerne heute reden, nämlich das ist eigentlich mein Lieblingsprodukt, ja? BigQuery, das Data Warehouse. Wenn man sich überlegt, wie früher, oder ich kenne viele Kunden, die Data Warehouse ist gerade für große Firmen einer der wichtigsten Punkte. Ja? Ich brauche einen zentralen Sammelpunkt, den ich für meine Analytics, für Data Insights benutze. Ich habe Kunden, die haben teilweise dreistellige Millionenbeträge ausgegeben, um so ein Data Warehouse erstmal aufzubauen, ohne dass erstmal Daten drin waren, sondern nur die Infrastruktur. Ja? Weil man weiß ja erstmal nicht, wie viele Daten sind das und dann wie viel Last kommt denn da drauf. Ja? Es kommt ja immer auch dran, welche Abfragen. Ja? Wenn ich jetzt nicht genug Compute Power mir in mein Rechenzentrum stelle, dann dauern meine Abfragen ewig lang. Also im Vorinvest sagt man, okay, theoretisch haben wir vielleicht diesen einen Geschäftsbericht, den wir berechnen müssen, einmal im Jahr. Der dauert vielleicht einen halben Tag bis einen Tag. Was brauchen wir denn? Okay, stellen wir uns mal 8000 CPUs hin, damit wir das berechnen können. Sonst dauert es nämlich eine Woche oder zwei Wochen. Und so investiert man in Hardware, vielleicht sogar nur für so einen Peak, weil man einmal im Jahr diesen Geschäftsbericht. Sonst hat man ganz einfache Analytics nur, indem man ja mal eine halbe Stunde rechnen muss. Ja? BigQuery ist ein vollgemanagtes Data Warehouse. Man schiebt seine Daten rein, man bezahlt den Speicherplatz der Daten und nur die Abfragen. Das mal zum Vergleich. Und ich habe mal ein Beispiel mitgenommen, was man mit BigQuery machen kann. Einfach mal so als Lasttest. Ja, Moment, hier. Ja, das ist so eine Query. Und zwar haben wir mal alle Wikipedia-Einträge genommen in dieses Data Warehouse reingeladen. Und das sind dann 100 Billionen Reihen. Also 100 Milliarden Reihen sind da drin gespeichert, ja, und haben einfach gesagt, okay, gib mir mal von allen Einträgen die Artikel, die mit G-O-O-G anfangen. Ja? Und man sieht das jetzt hier, wir sind 24 Sekunden, ist das Ganze gelaufen und dann haben wir das Ergebnis gehabt. Ja? So, und jetzt transferieren wir das wieder aufs Data Center. Also das ist natürlich, warum sollte man das machen? Keine Ahnung, aber es gibt natürlich Datensätze, die halt paar Milliarden Reihen haben. Ja? Das gibt es tatsächlich, ja. Das ist ganz normal heutzutage. Ja? Wir sind in einer Welt, da ist Datenwachstum massiv und man will auch Dateninsights haben. Also, wir haben ein paar Sekunden gedauert, unter einer halben Minute. Ja? Wenn wir das jetzt im Data Center aufbauen wollten, ja? Dann würde das so aussehen. Ja? Wir hätten 3300 Cores gebraucht. Wir hätten 330 Gigabit an Netzwerk gebraucht, um quasi die Daten erstmal von den Festplatten zu laden zu den CPUs, um sie dann quasi zu crunchen oder die Daten zu laden und rauszufiltern. Und das ist genau diese Power of the Cloud. Ja, ich habe das voll managed und ich habe jetzt quasi nur, was hat er jetzt geschrieben? Ich glaube, es waren 4 Terabyte, die wir gescannt haben in dieser Abfrage. Lassen wir es kurz mal durchlaufen. Ja, 4 Terabyte. Das sind die 4 Terabyte, die man dann letztendlich bezahlt für den Scan. Hinten dran. Und ich kann Ihnen versprechen, das ist ein Bruchteil nur von diesen dreistelligen Millionenbeträgen, von denen wir reden. Ja. Und ich habe diesen ganzen administrativen Aufwand nicht. Ja. Stellen Sie sich vor, das ist klassische IT. Ja, und es gibt diese Installation, sogar noch mit mehr Cores. Ja. Das hier unten tut mega weh. So viele Festplatten, ja, da unten drin zu haben, um diese Bandbreiten zu schaffen und dieses Shuffeln der Daten, die da hinten dran liegen, dass so Festplatten, ich komme zufälligerweise, bevor Google war ich beim Storage-Hersteller, die fallen oft aus und ich muss die irgendwann mal austauschen. Ja? Und wenn ich halt so 330 Festplatten habe, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine ausfällt, ist relativ hoch. Ja, und das ist dann wieder der IT-Admin-Aufwand. Ja, ich muss das überwachen, ich muss schauen, laufen die Server, ist die Bandbreite da, ist das Netzwerk gegeben. Das ist der Teil der Cloud, der komplett erleichtert. Ich muss mich nur noch um die Daten kümmern. So, jetzt bringen wir den Bogen wieder zurück. Jetzt haben wir gerade schon 100 Billionen können wir benutzen, 100 Milliarden Reihen können wir scannen, locker. Und es gibt noch viel größere Installationen, die wir haben. Jetzt wollen wir wieder den Bogen zu den Sheets bringen. Ja. Ich würde ja eigentlich gerne an diesen Daten möchte was analysieren, möchte das gerne vielleicht aufbereiten für einen Geschäftsbericht, möchte vielleicht aus meinen Google Analytics ja, meinen Shop-Daten Konsumerverhalten herausfinden, will das aber in meiner vertrauten Umgebung aufbereiten und vielleicht für eine Präsentation oder für den Chef, für den Manager halt gerecht aufbereiten. Wie macht man das am liebsten in seiner Komfortzone in Sheets? Und dafür gibt es einen Connector.
Ja, also ich kann meine Daten so als Single Point of Truth, da laufen alle Daten rein. Das sind vielleicht verschiedene Produkte, die quasi die Daten dort ablegen oder auch abholen. Und ich als Analyst möchte einen Teil davon auch in meinen Sheets haben. Das ist der perfekte Ansatz für BigQuery und dem Sheets Connector. Ja, als, ja. Der Vorteil, ein Datentopf, in dem jeder arbeitet, ich hole mir die Daten, die ich brauche und ich kann genauso wieder kollaborativ dran arbeiten. Ja, ich kann jetzt kann diese Datenbank oder diese Sheets wieder sharen, kann dran kommentieren, kann gemeinsam arbeiten. Ich könnte zum Beispiel auch AI benutzen, um gewisse Abfragen zu machen. Und genau das will ich jetzt mal zeigen live. Und ich schreibe das immer ran, pray to the demo gods. Ich habe in meiner ganzen Arbeitszeit, in der ich im Vertrieb bin, schon oft Demos gemacht und es geht immer was schief. Deswegen, Demo-Gott, ich hoffe, es klappt heute. Wenn nicht, wir sind es ja gewohnt zu improvisieren. Was ich hier habe, ist eine Demo-Version hochgefahren. Das sind die sogenannten Quick Labs. Die sind für die Google Cloud-Plattform. Ja, wenn man mal schnell lernen will, wie geht denn was, benutze ich das gerne. Was es macht, ist, es startet mir eine komplette eigene Demo-Umgebung mit eigenen User-Accounts und zwar für einen gewissen Zeitraum, nämlich eine Stunde, ja, für genau einen. Hier ist nämlich BigQuery Billing Data in Google Sheets, das ist eines der Labs. Das sagt mir genau, was muss ich machen, das ist eine Anleitung und ich habe einen eigenen Google Cloud-Plattform-Account, kann da reingehen, kann das nacharbeiten, kann das genau mir so anschauen. Das ist jetzt ein kleiner Workaround, ehrlich gesagt. Normalerweise hätte ich es in meinem System gezeigt, ich habe aber festgestellt, dass ich als Google-Mitarbeiter schon neuere Versionen sehe, die ich natürlich nicht zeigen darf. Ja, das ist also, wir haben quasi neue Funktionalitäten drin und das, ja, deswegen habe ich jetzt quasi den normale User View. Wäre auch doof, wenn Sie nach Hause gehen und sagen, hey, ich probiere das aus und dann, hä, da ist das ja gar nicht. Ja, also wie funktioniert das? Oder was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt eine komplette Cloud-Umgebung, ist für mich erstellt worden. Da ist schon was vorbereitet, da gibt es schon Daten, die da drin sind. Und jetzt gehen wir mal hier, das ist übrigens die Google Cloud-Plattform, so sieht die aus. Die zeige ich jetzt nur, normalerweise hat man damit gar nichts zu tun. Die zeige ich jetzt nur mal, dass man mal sieht, okay, was geht hier? Hier sind diese ganzen Services von Zugriffsberechtigungen, von Billing, APIs, die ich enablen kann. Hier ist mein Compute, meine Infrastruktur als Service. Ich kann schnell eine VM starten. Ja, hier sind die verschiedenen Datenbankmöglichkeiten. Bigtable, das ist die Datenbank, die auch hinter der Suchmaschine zum Beispiel liegt. Ja. Und hier gibt es im Bereich Big Data, gehen wir mal in den Bereich Big Data. BigQuery. Und jetzt können wir schauen, hier ist was schon was vorbereitet. Also hier liegen schon Daten, hier liegen schon Rechnungsdaten sind das in diesem Fall. Als Beispiel, nur dass Sie es mal gesehen haben, so sieht das im Backend aus und man könnte jetzt ganz andere Produkte genau gegen diese BigQuery laufen lassen und andere Analytics fahren oder könnte das wieder exportieren, an irgendwas anderes weitergehen, an ein Rechnungswesen, was auch immer. Wir wollen das aber von dem Google Sheets aussehen, ja, und damit bearbeiten. Was machen wir? Wir gehen hier in das neue Spreadsheet, wir bauen erstmal ein neues Spreadsheet. Und dann gehen wir auf Data und hier gibt es den sogenannten Data Connector, ja? Und Connect to BigQuery, also relativ einfach. Was man wissen muss, ich muss jetzt ein Billing-Projekt, also ein Projekt, wir organisieren die Cloud-Ressourcen in Projekten. Das ist ein abgeschlossener Bereich. Man kann auch mehrere Projekte haben, je nachdem welches Produkt oder welche Zuständigkeiten oder Trennung zwischen Entwicklung, Test, Produktion. Und ich muss halt genau ein Projekt, in diesem Projekt hier, da ist diese Datenbank drin, das muss ich auswählen. Ich muss natürlich auch Zugriff drauf haben, also Berechtigungsmanagement gibt es auch hin dran. Ich muss als User, ich bin jetzt als dieser QuickLabs-User eingeloggt, der hat halt Zugriffsrechte auch auf diese BigQuery-Datenbank. Und dann sage ich hier auf Write Query. Man sieht schon, er hat jetzt hier ausgelesen, hier könnte man dieses Schema auch sich angucken, dieser Datenbank. Ja. Und jetzt stellen wir einfach mal eine Frage, wir machen mal eine Abfrage. Ich habe jetzt einen Cheat-Sheet hier, ja, weil Demo-Gods, ihr wisst das, ich hole mir das einfach mal so rein. Dauert es eine Zeit? Ja. Ich sehe es. Aber habt gesehen, also es wird natürlich überprüft, stimmt das alles hier? Ja, stimmt. Mit diesem Befehl hole ich mir erstmal alle Daten. Ja. Das machen wir jetzt mal. Zack. Da sind sie. Das sind Billing-Daten. Also das ist jetzt tatsächlich auch
Google Cloud Billing-Daten. Also welche Ressourcen habe ich genutzt, wie lange habe ich sie genutzt und was ist der Kostenfaktor hinten dran und noch so ein paar Labels und Tags hinten dran. Man sieht das hier so ein bisschen, ja, wir haben hier verschiedene Projektnamen zum Beispiel, also welches Projekt hat denn da gerade eine Ressource benutzt, ja, oder was ist das überhaupt, Description, das wird alles mit ausgelesen, also die einzelnen Ressourcen, die da gelaufen sind. Wenn ich das jetzt mir anschauen will, also das ist jetzt so der nächste Schritt, ja, wenn ich das analysieren will, ja, dann ist das, was du vorhin in der Demo auch Jeremy gezeigt hat, ja, super einfach, wenn man sich nicht mit Formeln auskennt. Wenn ich jetzt einfach hier auf Explore gehe und quasi das als normale Frage stelle. Jetzt hatten wir vorhin die Frage, geht das in Deutsch, in Englisch? Ich weiß es tatsächlich nicht, ob es in Deutsch auch geht, weil ich habe immer das Englische, die englische Version. Ich nehme das aber mal mit zu testen. Ich würde fast sagen, ja, geht. Aber wir nehmen mal hier eine der Fragen, auch hier, Demogods. Ich habe die Frage vorbereitet. Aber es ist im Prinzip Klartext, den ich reinschreibe. Ja? Also ich will die Total Cost für CTG Dev, das steht nämlich hier irgendwo drin, CTG Dev, hier an der Seite sieht man das irgendwo, das möchte ich haben und möchte es nach Description. Ja? Das ist meine Frage. Und dann sehe ich hier schon eine Pivot-Tabelle als Vorschlag. Ja? So würde das dann aussehen. Ich kann auch hier drauf gehen, dann ist schon mal hier, so würde die aussehen. Passt das so? Was ich auch machen könnte, ist hier gleich meine Charts, oder wenn ich hier mit der Maus drauf zeige, sieht er auch durch die Frage, die ich gestellt habe, mit Natural Language Processing hat er es erkannt, der meint das und das. Man sieht das hier in dem, was grün gehighlightet ist, da hier Coast und Project, da ist das CTG drin. Jetzt kann ich hier auch noch sagen, ich brauche keine Pivot-Tabelle, ich brauche hier meine Charts und ich will hier so einen Chart mir einfach bauen. So. Und zack, habe ich das als Chart gebaut. Ich könnte da jetzt natürlich auch noch ändern, Edit Chart, könnte das dann nochmal anpassen. Ich möchte es vielleicht als Kreisdiagramm haben. Zack. Also sehr einfach und sehr, sehr intuitiv, wenn ich mich nicht alles täuscht. Genau hier sieht man das auch nochmal. Also ich habe diese Frage gestellt und eigentlich ist ja eine riesen Formel hinten dran. Ja? Wenn man sich nicht so mit Formeln auskennt, ich zeige es aber gerne mal, so würde dieses als Formel aussehen. Ja? Also selbst wenn ich mich mit Formeln auskenne, in dem Moment, wo dieses Ask da ist, mache ich doch lieber das. Das spart mir jede Menge Zeit. Ja? Ich kann ja später nochmal die Formel überprüfen, passt das denn alles? Ja? Aber super hilfreich. Ja? Wir haben jetzt, was haben wir getan? Wir haben eine Big Data Abfrage gemacht, haben uns das Subset, diese Berechnung, das Rausholen dieser Daten, das wurde in der Cloud gerechnet. Und das Ergebnis haben wir in Sheets gespeichert und können dann da weitermachen. Das ist übrigens auch die Powerlayer Cloud. Ja? Wenn ich jetzt erstmal diese 1 Milliarden Reihen hier reingeladen hätte, wissen Sie, wie langsam, wenn es gegangen wäre, und dann hätte ich meine Abfrage gemacht, wissen Sie, wie langsam mein Rechner geworden wäre? Also so viel Power habe ich natürlich auch nicht. Ja? So habe ich die komplette Berechnung ausgeladen und hole mir nur die Informationen, die ich eigentlich brauche. Ich habe noch einen, das würde ich gerne mal ausprobieren, ob es klappt. Noch eine Demo, die ich ganz cool finde. Ja, ich habe ein Dataset gefunden, super interessant. Jemand hat Shakespeare, alle Artikel von Shakespeare genommen, hat die eingescannt, hat die in BigQuery reingeladen. Und wir können uns jetzt mal anschauen. Moment, erstmal wieder ein Projekt, ganz klar. Wir müssen hier in dieses Projekt rein. Und wir holen uns aber jetzt noch ein anderes Dataset dazu. Demogods, bitte helft mir. Und zwar hier oben. Wir wollen mal wissen, bei Shakespeare, wie oft kommen denn gewisse Wörter drin vor? Ja? Und zwar me, I and you. Wie oft kommt dieses Wort? Zumindest in diesen Beispielen. Ich kann nicht sagen, ob es 100% alle Shakespeare, aber es ist schon eine große Datei. Ich meine, es wären 164.000 Einträge in der Form, ja? Also Zeilen in der Datenbank. Ja? Und also man sieht hier schon grün, also er hat diese Datenbank gefunden, hier Samples Shakespeare. Und jetzt machen wir quasi wieder dieses Insert Results und dann gucken wir mal, rechnen, in der Cloud, Ergebnis hier zurück. Und I kommt genau 21.000 Mal in unsere Samples vor, 21.028 Mal You and Me, ein bisschen weniger. Ja? Power of the Cloud, Big Data Analytics. Es soll nur mal so, klar ist das nicht der Use Case, den Sie jetzt haben, aber das soll Ihnen mal so ein Gefühl geben, was können wir eigentlich damit machen. Genau. Kommen wir mal zurück zu den Slides.
Also, ja. Ah ja, Mikrofon. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn man das nutzen will, man darf BigQuery, das Data Warehouse, vollknallen mit so viel Daten, wie man will, kostenfrei, aber die Abfragen, die kosten dann. Ja, also man bezahlt schon ein bisschen für den Speicherplatz. Da muss man einfach schauen, wie viel das, also das sind dann x Cent pro Terabyte, so ungefähr. Da müssen wir mal gucken, wie es genau, also das ist der Speicherplatz. Ja, also wenn Sie da ein Petabyte reinspeichern, dann wird das schon einiges kosten. Ja, wenn Sie aber ein Terabyte oder 4 Terabyte, ist es fast nichts. Ja, das sind Centbeträge, die Sie bezahlen. Also den Speicherplatz, aber keine Compute Power in keiner Form, die man normalerweise in einem Data Warehouse hätte. Ja, man hätte normalerweise so und so viele Server, die man da irgendwie laufen lassen lässt. Dann kommt die Abfrage. Und dann ist es quasi auch, je nachdem, wie groß die Abfrage ist, bezahlen Sie auch Centbeträge. Ich kann Ihnen mal sagen, die ersten 1 Terabyte Abfrage im Monat ist immer kostenlos. Also wenn man gerade mal ein bisschen experimentiert. Ja, der Use Case ist natürlich irgendwann mal die großen Daten. Dann kostet es natürlich. Ja, aber es ist im Vergleich zu dem, was man normalerweise als Invest hat, ist ein Bruchteil. Ja. Wir können da gerne mal Berechnungen machen dazu. Ja. Es gibt da auch ein Pricing. Wenn man in BigQuery drin ist, in der Cloud-Konsole, sieht man genau, wie das Pricing ist. Deswegen ist es auch übrigens so, wenn man so eine Abfrage erstmal schreibt, also ganz fatal immer, Select Stern, was ich vorhin gemacht habe, das heißt, er scannt immer das komplette Dataset. Ja. Wenn ich das aber einschränke, es geht nur darum, wie viel scannt er denn. Ja. Und deswegen meldet er immer, bevor man das abschickt, sagt er, ich würde jetzt so und so viel Kilobyte, Terabyte, Megabyte scannen, so als Vorwarnung. Ja, natürlich, ja. Wenn Sie da Interesse haben, auch BigQuery auszuprobieren, ja, diese Quick-Claps sind sehr, kann ich Ihnen empfehlen. Und wenn Sie da, normalerweise kosten die Geld, aber ich kann Ihnen Tokens geben, dass Sie es einfach mal ausprobieren, ja, das BigQuery. Und wie gesagt, es gibt auch Tutorials und Sie haben die Google Cloud-Plattform. Ein Jahr kriegen Sie $300 Budget, ein Jahr lang. Und damit kann man auch schon viel anfangen. Dran. So, um noch mal ein bisschen die. Waren noch Fragen hier hinten? Nein, alles gut. Ja. Also, erstmal vielen Dank auch für die Infos bzw. die Technologie, die Sie vorgestellt haben. Aber wie gesagt, das ist mir so aus dem letzten Jahrtausend bekannt. Ja. Die andere Sache, die mich interessieren würde, das hat gerade der Kollege ja angesprochen. Die Datenmengen, die man dann hochlädt, die ist ja auch ein bisschen preisbehaftet. Und heute haben viele User das Problem aufzuräumen. Das heißt, das bleibt in den Ecken irgendwo hängen, weil das sind sie auch nicht gewohnt von zu Hause oder andersweitig auch nicht. Ja. Und dann fängt irgendwann nach der Demo-Phase der Ticker an zu zählen. Ja. Gibt es da irgendwie ähnlich wie bei der Abfrage, dass als man ein Preview bekommt, was ungefähr auf einem zukommt, auch dazu schon ein entsprechendes Tool? Also grundsätzlich im Billing sieht man das komplett. Also ich habe ja jetzt gerade so eine Analyse und das ist ein BigQuery, aber Sie sehen auch, da gibt es einen Punkt Billing, da sehen Sie zu jeder Zeit, in welchem Projekt welche Ressourcen gerade wie viel verbrauchen und zwar tagesgenau oder sogar stundengenau sehen Sie das. Ja? Also Sie haben da immer einen Überblick und unseren Kunden fällt das sofort auf, ja? wenn da hohe Kosten in einem Projekt sind. Das andere ist, Sie können auch Alarmierungen, also Sie können zum Beispiel sagen, Sie können Trigger machen und so bis zu einem maximalen Budget und dann gibt es schon mal die erste Alarmierung und zum Beispiel sagen wir mal Budgetlimit von $200 und bei 50% gibt es schon mal die erste Warnung, ja, Alarmierung, wir schalten jetzt nichts ab, ja, das ist ganz wichtig, ja, wir schalten nichts ab, aber die Alarmierung kann man sich sauber bauen da hinten dran, ja. Also das ist ganz klar, ja, dass die Gefahr ist da, ein bisschen Aufklärung muss man da auch machen, na klar kann auch jemand, also weil ich überlege gerade, so das Teuerste, was man machen kann, ist so NVIDIA-GPUs in einer VM aufbauen, ja, und die einfach mal so 24 Stunden einfach so laufen lassen. Ja, das ist natürlich fatal. Man kann durch gewisse Policies, ja, als Admin das verhindern, dass ein End-User das gar nicht starten darf zum Beispiel. Das kann man beschränken. Ja. Also da muss man dann schon ein bisschen Rechte-Management. Ja. Was ich jetzt gezeigt habe, ist hier Gott-Modus. Ich kann alles. Ja. Und außerdem habe ich ja auch noch Google-Rechnung, also ich bin ja Google-intern, aber auch uns wird jemand irgendwann mal sagen, euer Billing wird zu hoch, ja, hinten dran. Ja, aber das ist jetzt so gerade, sind gerade bei einer meiner Kunden, die jetzt so neu anfangen, Entwicklungsumgebung hochzuziehen, die fangen von vorne an rein, das komplett Infrastructure as a Code zu deployen, das heißt, das wird über API gesteuert, wird die komplette Infrastruktur aufgebaut morgens, und abends wird sie wieder abgerissen.
ja, zum Beispiel. Ja. Oder es gibt auch Skriptmöglichkeiten, dass ich sage, die VMs werden automatisch gestartet morgens und abends werden die runtergefahren. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja. Klar, wenn ich alles 24/7 laufe und das nicht überwache, das kann auch teuer werden. Ja. Aber wenn man das mit beachtet, die Idee bei der Cloud ist, oder am besten ist die Cloud, wenn man es tatsächlich elastisch nutzt. Also nicht die 3000 Cores vorher schon, sondern nur, wenn man sie braucht. Ja, im Cluster, es gibt so Möglichkeiten wie Autoscaling, ja, wenn viel mehr Last ist auf einem der Server, die man deployed hat, automatisch zusätzliche Server und dann aber auch wieder abzureißen, wenn man sie nicht braucht, ja, um solche Peak-Workloads. Ja, so machen das übrigens. Ja, Instagram oder die ganz großen, ja, auch YouTube, ja, da werden die Server on demand oder die Funktionalitäten dazu gefahren. Ja, und wenn man sie nicht braucht, fahren wir sie wieder runter. Das muss man immer im Kopf behalten, ja. Wir machen das bei Seibert auch so. Und wir haben auch so eine Uhr, die mitzählt, so eine Rückwärtsschuldenuhr, dass wir im Moment 500 Euro pro Monat sparen, dadurch, dass wir alle unsere Testsysteme, unsere Deployment-Experimente und dass wir alle internen Systeme in der Nacht und am Wochenende runterfahren. Das sind 500 Euro im Monat, die spiegelt für andere Experimente sind, auch mit GCP-VM. Vielleicht noch einen anderen Punkt zu den Kosten, weil da sind wir ja wirklich sensitiv. Wir wollen sie ja nicht einloggen und wir wollen nicht gleich hier den Geldhahn aufdrehen, sondern sie sollen ja langfristig zufriedener Kunde von uns sein. Was wir auch machen, wir haben gerade bei den virtuellen Maschinen immer eine Empfehlung. Also klar, wie geht man hin? Oh, ich habe alle Ressourcen der Welt, ich brauche mal eine virtuelle Maschine. Ich mache mal 64 Cores rein und mache mal 1 Terabyte RAM rein. Ja. Wir haben dann in dieser Übersicht, wo man die VMs sieht, schon Empfehlungen überprovisioniert, sparen Sie so und so viel Dollar im Monat, indem Sie, also die Empfehlung ist dann zum Beispiel nur 8 Cores und 4 Gigabyte zu nutzen. Ja, also die Empfehlungen kommen natürlich auch, ja, um dann quasi Kosten zu optimieren hinten dran. Ne? Das gibt es in verschiedenen Bereichen. Okay, prima, wir können gleich gerne noch mal weiter diskutieren. Ich bringe es nur kurz einmal zu Ende, damit der Livestream nicht überläuft. was wir jetzt noch nicht gezeigt haben, also die Power von G Suite mit Cloud, das geht noch viel, viel weiter. Ja? Weil G Suite hat allumfassende APIs und natürlich die Cloud an sich per se ist API-getrieben. Was wir gesehen haben jetzt, sind APIs, die wir angesteuert haben, ja? Hinten dran. Und es gibt ganz viele Use Cases, wo ich das miteinander verzahnen kann. Alles über quasi eine Infrastruktur und alles miteinander verzahnt. Ja, genau. Also Google Cloud, sie nicht nur G Suite, da gibt es auch noch ganz viele andere Teile, die dazugehören und die quasi als Firma, als Unternehmen nicht nur die Kollaboration beschleunigt, ist schwer, spät heute, sondern auch ganz neue Businessmodelle ermöglichen, ja, für die ich früher sehr viel in den West gehen musste. Genau, an dieser Stelle Dankeschön. So sieht übrigens die Cloud aus, falls Sie mal gefragt haben. Ja. Ist gar nicht so nass und feucht und kalt, wie man sich das denkt. Ja, also ich bin jetzt noch die ganze Zeit da und wenn Sie noch Fragen haben, gerne diskutieren. Kommen Sie auf mich zu. Dankeschön.